in Vorname und Organisation, dass es uns leichter fällt, euch auch anzusprechen. Und wichtig, schaltet euch stumm. Ihr könnt die Stummschaltung aufheben und das Video aus- und einschalten mit diesen zwei Buttons in Zoom. Und bitte, was auch wichtig ist, wir sind heute sehr viele in diesem Webinar, deswegen eure Fragen und Kommentare im Chat teilen. Der Walter wird mich immer darauf hinweisen, wenn da wieder sich ein paar angesammelt haben, dass ich dann auf das reagiere. Ein wichtiger Hinweis eingangs, alles, was ich heute mache, ist eigentlich schon Online-Moderation. Also wir versuchen das, was ich euch heute versucht zu vermitteln, so gut wie möglich zu leben. Also wenn ihr da auch aufmerksam aufpasst, werdet ihr schon die ein oder andere Sache mitnehmen. Was haben wir uns jetzt heute vorgenommen? Zuerst starten wir mal mit einem Check-in. Ganz wichtig ist, ihr seid jetzt in dieses Webinar gekommen, ihr nehmt euch eine Stunde Zeit, ihr müsst auch mal ankommen, also wir werden einchecken. Dann gibt es einen Impuls von meiner Seite. Was sind so wichtige Dinge, die man berücksichtigen muss bei Online-Moderation? Was braucht es da? Was muss man da bedenken? Dann wird es eine Übung geben, wo es ihr diese Dinge selbst anwendet und kurz in Zweiergruppen ausprobiert. Da wird der Walter euch in Zweier-Breakouts schicken. Und dann werden wir einen Checkout machen und uns anschauen, wie weit wir gekommen sind. Gut, wir starten jetzt mit einem Check-in über Menti. Wir sind halt viele Leute, deswegen können wir nicht jetzt einfach die Runde durchgehen und jeden einchecken lassen, wie es ihm oder ihr geht. Aber Menti ist ein sehr nützliches Tool, das ich sehr gerne für solche größeren Gruppen verwende. Und ich werde jetzt in den Chat einen Link posten. Und wenn ihr da draufklickt, werdet ihr zu einer Frage geleitet, die wir uns jetzt gleich anschauen werden. Also wenn ihr auf den Link klickt, dann genau, könnt ihr sagen, wie es ist um euer Wissen rund um Online-Moderation bestellt. Und hier, wenn ihr jetzt auf meinen geteilten Bildschirm schaut, seht ihr live, wie die Gruppe sich das selber einschätzt. Ja, also ich lasse euch jetzt mal ein bisschen Zeit, das auszufüllen. Wichtig ist, ich werde diese Frage auch am Ende wieder stellen und dann schauen wir mal, was sich da verändert hat, ob sich da irgendwas verbessert hat. Ja. Also spannend zu sehen ist, es ist so um 3.1, also wir haben schon eher Fortgeschrittene jetzt bei uns im Webinar, zumindest im Durchschnitt. Also man sieht dann eh durch die Verteilung, wo sich sozusagen die Punkte ballen, und das ist auch ganz interessant, also sehr viel rund um 3, also fast normal verteilt. Ja. Also es ist schon sehr, sehr fortgeschritten, die Gruppe. Okay, wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt mal die ersten Daten gesammelt sozusagen. Jetzt habe ich eine weitere Bitte an euch, und zwar, wenn ihr oben rechts auf Ansicht geht, ja, also es gibt bei Zoom diesen Button Ansicht, und da könnt ihr wählen zwischen Sprecheransicht, da seht ihr quasi nur mich, oder Galerieansicht. Jetzt bitte auf Galerieansicht klicken. Habt ihr das alle gefunden? Eva schüttelt den Kopf. Also oben rechts ist der Ansichtspunkt, da draufklicken und dann draufklicken und auf Galerieansicht gehen. Es geht aber nur, wenn ihr über die Web, also die Desktop-App drinnen seid. Wenn ihr auf einem iPad oder so seid, wird es schwierig. Okay, das schaut aus, als würden es alle schon gefunden haben. Ihr seht alle Teilnehmerinnen. Ja? Und was ich jetzt von euch wissen möchte, ist, wer hat von euch schon mal online moderiert? Die das bejahen, bitte das Video eingeschaltet lassen. Die es verneinen, bitte das Video ausschalten. Und wir sollten jetzt sehen, wie sich vielleicht ein paar ausschalten. Aber man sieht, sehr viele von euch haben schon mal online moderiert. Und die zweite Frage ist, wer von euch fühlt sich denn wohl beim Online-Moderieren? Macht es dir Spaß? Wenn euch das Spaß macht, Video anlassen. Wenn euch das keinen Spaß macht, Video aus. Okay, sind schon ein paar weniger. Okay, gut. Danke euch. Ihr könnt jetzt wieder bei Ansicht auf Sprecheransicht gehen, damit ihr sozusagen mich seht oder beziehungsweise seht, was ich teile. Wie ihr seht, es war jetzt schon mal ein erster Versuch, auch diese Fourth Wall, wie es so schön heißt, zu durchbrechen. Wichtig bei Online-Moderation ist eben auch, die Leute irgendwie aktiv zu halten und halt Dinge zu tun, mit Kamera einschalten, ausschalten, dass man sich ein bisschen rauslöst aus diesem, ich bin jetzt nur im Laptop und bin gefangen in dieser virtuellen Welt, sondern man kann
eben auch auf andere Art und Weise Verbindungen herstellen. Gut. Wir werden jetzt starten mit dem Impuls. Also ich möchte euch jetzt ein paar Basics mitgeben, wie Online-Moderation grundsätzlich funktioniert. In der Zeit bitte gerne Fragen im Chat teilen. Der Walter wird mich immer sanft darauf hinweisen, wenn neue Fragen im Chat sind. Und ich werde so gut wie möglich versuchen, das dann zu beantworten während der Präsentation, damit man auch eure Fragen auch gut beantworten können. So, jetzt habe ich wieder die Frage. Ihr seht jetzt meinen geteilten Bildschirm, oder? Daumen hoch, wunderbar, das funktioniert also. Ich stelle mir jetzt einen Timer, ist auch immer wichtig, ja, zu schauen, wie lange braucht man denn für diese Dinge. Also die ersten Dinge, die sehr wichtig sind beim Online-Moderieren, sind diese drei Faktoren. Jeder, der von euch auch schon mal offline moderiert hat, wird diese drei Dinge kennen. Es ist egal, ob man online oder offline unterwegs ist, diese drei Dinge sind extrem wichtig. Das sind Schlüsselfaktoren. Der Raum, die Menschen und der Prozess. Raum bedeutet, ich muss mir überlegen, wo mache ich dieses Online-Webinar? Genauso wie ich offline mir überlege, bin ich da in einem kleinen Raum, in einem großen Raum, wie ist dort die Akustik, muss ich mir überlegen, auf welcher Plattform bin ich unterwegs. Ja? Über Zoom habe ich gewisse Funktionalitäten, die ich über MS Teams zum Beispiel nicht habe. Ja? Also es ist wichtig, das im Vorfeld sich zu überlegen, und was gibt es vielleicht für Probleme, die auftauchen können, wenn ich jetzt mit der einen Plattform arbeite oder mit einer anderen. Also ganz wichtig zu überlegen, wo halte ich dieses Webinar oder den Workshop ab. Die zweite wichtige ist natürlich immer, wer sind die Menschen, die kommen? Ja, was für Erwartungen haben die? Sind die digital affin oder nicht? Sind es Leute, die schon mit Zoom gearbeitet haben oder nicht? Je mehr ich mich da vorbereite und je mehr ich weiß, wer kommt eigentlich in meinen Online-Workshop, desto besser kann ich gewisse Dinge überspringen und kann sagen, ich muss jetzt nicht jedem erklären, wie zum Beispiel Zoom funktioniert. Ja, Zoom ist mittlerweile schon sehr stark verbreitet, aber es gibt andere Plattformen, die genutzt werden, wo ich dann überlegen muss, wer ist am anderen Ende der Leitung und wie kann ich sicherstellen, dass diese Person tatsächlich teilnehmen kann. Und zu guter Letzt, der Prozess ist sehr wichtig. Ja, also man kann für eine Stunde Online-Webinar kann man mit mindestens 2 Stunden Vorbereitungszeit rechnen. Ich muss mir überlegen, was wann passiert. Hier seht ihr einen Screenshot vom heutigen Workshop, oder es war ein anderer Workshop, aber für heute habe ich das auch gemacht, wo ich wirklich Minute für Minute durchgetaktet habe, was passiert wann und wie lange soll jeder Block dauern. Weil wir einfach weniger Zeit haben im digitalen Raum oder die Leute schneller irgendwie gelangweilt sind oder es wird fad. Deswegen müssen wir das einfach gut durchplanen, um die Zeit, die wir haben, so gut wie möglich zu nutzen. Das heißt, für die Vorbereitung auch wirklich genügend Zeit in das investieren. Dann gibt es Schlüsselrollen. Ja? Alle diese Rollen müssen nicht unbedingt von einer Person erledigt werden. Es können auch diese Rollen von denselben Personen übernommen werden. Aber grundsätzlich empfiehlt es sich, diese 5 Rollen zu haben. Das erste ist mal die Hauptmoderatorin. Das bin heute ich. Ja? Also, dass ich quasi durch den Workshop, durch den Tag oder die Session leite und eben auch quasi die Kernpunkte anspreche. Dann gibt es oft einen Co-Moderator, so wie heute der Walter, der vielleicht gewisse Dinge anspricht, der Sachen einwirft, der sich eben darum kümmert, dass Leute in den Raum reinkommen, in den Raum, wenn sie rausfallen, wieder reinkommen können. Also der Co-Moderator ist einfach auch da, um mit zu unterstützen und zum Beispiel auch, wenn man dann Breakout-Räume macht, dort zu moderieren. Ja, also es ist immer wichtig, dass man da jemanden an seiner Seite hat, der unterstützt. Dritte Rolle ist der Technik-Host. Ja? Wenn ich jetzt die ganze Zeit auf meine Tastatur schauen muss und Breakouts irgendwie einteilen muss, dann bin ich total abgelenkt und kann mich nicht auf die Moderation, nicht auf das Zusammenarbeiten mit euch konzentrieren. Deswegen empfiehlt es sich, eine zweite Person zu haben, die sich um die Technik kümmert. Vierte Rolle kann man sehr gut in der Gruppe oft verteilen. Wenn es jetzt ein längerer Workshop ist, zum Beispiel 3-4 Stunden, dann braucht es einen Energy Keeper. Eine Person, die schreit, um Gottes Willen, wir sind komplett fertig mit den Nerven, bitte mal eine Pause einlegen. Ja? Weil ihr habt es ja selber erlebt haben, wenn man den ganzen Tag in Calls ist, irgendwann ist die Energie einfach durch. Und man heult es nicht mehr aus, man kann nicht mehr zuhören. Und der Moderator hat aber keine Möglichkeit, das irgendwie zu erfüllen. Ja, er hat nicht wie in einem Workshop, wo ich die Menschen sehe, wo ich die Energie ein bisschen mehr spüren kann, hat er nicht so viele Möglichkeiten, dieses Feedback zu bekommen. Deswegen eine andere Person als Teilnehmer, der darauf achtet, kann sie das zurückmelden. Und zu guter Letzt, der Harvester, die Sammlerin, der Sammler,
Man will ja die Ergebnisse dann auch sammeln. Also was ist am Ende des Tages da rausgekommen? Da braucht es auch eine Person, die das dann mitträgt, ja, die das mitnimmt und die das eben dann auch in weitere Workshops oder weitere geplante Veranstaltungen mitnimmt. Meine Frage an Walter, haben wir schon Fragen bis hierhin? Nein, im Chat ist bis jetzt noch keine Frage. Nein. Okay, gut. Genau, also da haben wir jetzt den Walter und mich, ja. Also wir haben schon einige Sachen jetzt zusammen moderiert. Wie gesagt, ein Zweierteam bietet sich immer an, dass man diese Rollen in diesen zumindest in diesen zwei Personen verteilt, damit man dann eben gut durch so einen Workshop unterstützen kann. So. Und jetzt habe ich gerade davon gesprochen, dass der Workshop sehr mühsam sein kann, Leute müde sind, wir alle sitzen den ganzen Tag vom Laptop. Deswegen werden wir jetzt einen Energizer machen. Und dazu, die Rosa kennt das Spiel schon, werdet ihr mir jetzt Sachen holen und in die Kamera halten. Ich bitte euch jetzt wieder auf die Galerieansicht zu gehen. Also wenn ihr oben rechts wieder auf Ansicht klickt und auf Galerieansicht, seht ihr wieder alle Teilnehmerinnen. Und deswegen schaut euch an, ja, und ihr dürft jetzt ein paar Sachen bringen. Als erstes hätte ich gerne von jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin, dass er etwas Grünes in die Kamera hält. Und los. Gut aus. Super. Viele Pflanzen. Super, schaut toll. Sehr gut. Gut. Und als nächstes wünsche ich mir einen Löffel. Da muss man jetzt wahrscheinlich schon ein Stückchen weitergehen. Meine Kathi war schnell. Ich habe die Aufgabe nicht mitgekriegt. Sagst du es nochmal? Und zwar jetzt geht es darum, dass ihr Dinge holst, die ich mir wünsche. Ja, jetzt ist gerade einen Löffel holen und den dann in die Kamera halten, sodass alle sehen, dass du den Löffel geholt. Wunderbar, das ist eine Suppenkelle, Rosa. Cool. Suppenlöffel, was anderes habe ich nicht. Löffel. Wunderbar. Und als letztes eine Kopfbedeckung. Irgendwas, was ihr euch gerne auf den Kopf gebt. Genau, die Sonja hat gleich einen Hoodie. Gesa hat wie sagt man, eine Weihnachtsmannmütze. Sehr weihnachtlich. Lorenz, was ist denn das? Ein Horn. Wunderbar, vielen Dank, dass ihr da alle mitmacht bei diesem Blödsinn. Aber ihr seht, es ist wichtig, dass man ab und zu einfach auch auflockert und wieder wir sind zwar digital, aber man kann trotzdem Dinge tun, die draußen in der echten Welt stattfinden. Also überlegt euch immer, wenn ihr solche Workshops macht, wie kann ich die Leute ein bisschen rauslösen, aus der Tristesse sozusagen des ständigen in Calls sein. Wir gehen jetzt wieder zurück zur Präsentation. Und genau. Dann ist es natürlich sehr wichtig, dass wir einen Workshop planen. Ja, also es ist immer, wie gesagt, ich habe vorher schon gesagt, dass man circa doppelt so viel Zeit braucht für die Vorbereitung. Online ist einfach mehr Aufwand, wenn man es gut vorbereitet. Und da sind diese 5 Schritte sehr wichtig. Also zuerst möchte ich mal Hauptziele definieren. Was möchte ich denn eigentlich erreichen mit diesem Workshop? Für das heutige Webinar war zum Beispiel mein Hauptziel, erstens wieder mit der Bildung Community ein bisschen zu interagieren. Wir alle sitzen zu Hause im Lockdown. Es ist wichtig, dass man sich da wieder meldet und sichtbar wird. Und gleichzeitig ist aber auch ein größeres Ziel, dass ich Leute energetisiere, dass online sehr wohl Spaß machen kann und online nicht so fad und tröge sein muss, wie es oft leider ist. Und das ist einfach das Hauptziel heute. Ja. Hauptziele sind in der Regel schwer messbar. Also ich kann es sehr schwer festmachen, ob ich das tatsächlich dann erreicht habe. Deswegen braucht es sogenannte Unterziele, wo ich sehr konkret aufdefiniere, was sind denn so die konkreten Ziele für heute.
Eines der Ziele für dieses Webinar heute ist, dass ihr mit mehr Wissen über Online-Moderation rausgeht, als ihr reingekommen seid. Ja, also ganz klar messbar, das werde ich auch am Ende des Workshops abfragen. Das heißt, das ist ein Ziel, das sehr wohl gut messbar ist. Das zweite Unterziel ist, ich möchte euch eine Übung machen lassen und diese Übung ist dann euer Ergebnis. Ja, also das ist auch wichtig, das ist auch etwas, was ich als Unterziel ganz gut messen kann. Ihr alle werdet die Übung gemacht haben. Und dann haben wir die Möglichkeit, eben, dass wir da noch kurz in einer größeren Runde drüber sprechen. Das dritte, Ergebnisse, Wirkungen, muss ich mir auch überlegen. Ja? Also was möchte ich denn, was sich bei den Leuten, die an diesem Workshop teilnehmen, verändert? Ja? Heute würde ich mir wünschen, dass die Leute rausgehen, ein paar Tipps mitnehmen und damit tatsächlich ihre Workshops, Webinare, die sie da draußen macht, anders von der Art, wie sie moderiert. Und auch so, dass ihr vielleicht der Meinung seid, vielleicht ist online nicht ganz so schlimm und kann andere Dinge vielleicht sogar besser als offline. Ja? Also das wäre so eine Wirkung, die ich heute anstrebe. Wenn ich diese drei Dinge definiert habe, erst dann überlege ich mir Outputs. Also was will ich konkret machen? Das heißt, mit welchen Plattformen will ich arbeiten? Will ich mit einer Umfrage mit Menti machen? Will ich ein Flipchart-Board machen mit Miro? Da gibt es ja unterschiedliche Werkzeuge, die ich verwenden kann. Also wie gesagt, erst diese Ziele definieren und dann überlegen, was ich konkret mache mit den Leuten. Also nicht andersrum anfangen und sagen, ich mache jetzt zum Beispiel ein Zoom-Webinar und überlege mir erst dann, was ich genau damit erreichen will, sondern ich muss mir zuerst überlegen, was sind eigentlich die Ziele, die ich erreichen möchte und wie kann ich die Ziele über einen Online-Workshop erreichen. Und Inputs sind natürlich alle die Dinge, die reinfließen in die Umsetzung eines solchen Online-Events, Online-Workshops. Das ist meine Zeit, die Zeit von Walter. Das ist eine Ressource wie Zoom. Das sind andere Werkzeuge wie Menti. Also alle diese Dinge, die ich quasi brauche, um einen guten Workshop durchzuführen. Ja? Gibt es hierzu Fragen? Also die Elisabeth ist gerade nicht, da war eine Frage. Kann Walter die Rolle des Energy Keepers und des Technik-Hosts mitmachen? Ja, das ist möglich. Also das ist auf jeden Fall möglich. Also dass man eben mehrere Rollen übernimmt. Was eine Rolle in der Regel ist, eine Hauptrolle, ist eben die Hauptmoderation. Also das sollte nicht zu viel weitere Rollen haben. Eine andere Frage war, wie kann man als Energy Keeper die Energie im digitalen Raum spüren? Wenn du schon mal in einem digitalen Workshop dabei warst, wo du nicht moderiert hast, dann hast du es sehr schnell gemerkt. Der Moderator merkt es aber nicht. Ja? Also der Moderator ist ja quasi in einer ganz anderen Situation und macht sein Ding. Und du als Teilnehmerin hast eine ganz andere Wahrnehmung. Ja, deswegen ist es immer wichtig, quasi jemanden im Publikum zu haben, der dir zurück Feedback gibt. Kommt es gerade an oder das funktioniert gar nicht. Ja, also was zum Beispiel hilft, es gibt ja diese private Chat-Funktion bei Zoom. Und wenn du jemanden hast, der dich da eben unterstützt, die Person kann dir privaten Nachrichten schreiben und sagen, hey, ich glaube, die schlafen uns gerade ein, machen wir jetzt eine Pause. Oder ich glaube, die Leute haben es jetzt nicht verstanden. Also das, du bekommst schon, aber du musst halt Teilnehmer sein, Teilnehmerin. Ja, du darfst nicht im Moderationsteam sein. Du musst quasi aus der Teilnehmerinnenlinse das Ganze sehen. So, die Rose fragt, wenn alle das Video anhaben, gibt es viel mehr Interaktion? Macht es Sinn, die Teilnehmerinnen dazu anzuhalten? Natürlich immer, aber was wichtig ist, online hast du als Moderatorin sehr viel Macht über deine Teilnehmer und dessen musst du dich dir bewusst sein. Wenn jemand die Kamera nicht anmachen möchte, darfst du dich leider nicht dazu zwingen. Weil ich sage immer, beim Offline-Workshop können die Leute aufstehen, gehen, du hast mehr Möglichkeiten, dich irgendwie zu wehren. Online schicke ich euch eine Breakout-Session und du kannst dich nicht wehren. Ja? Also du hast viel mehr Macht als Online-Moderator. Dinge passieren viel schneller, was du willst. Und dessen musst du dir bewusst sein. Ja? Und deswegen vorsichtig mit solchen Dingen. Leute fühlen sich sehr schnell überrumpelt. Ihr habt es sicher schon mal erlebt, ihr wart zu einem Breakout und auf einmal ist das Breakout abgebrochen worden. Ihr habt gerade einen Satz gehabt. Uns jetzt mitten da eben unterbrochen waren. Also das ist einfach im Online anders und ihr müsst mit dem sorgfältig oder ich sag behutsam umgehen mit der Macht, die ihr als Online-Moderatorinnen habt. Ja.
Okay, dann gehen wir zurück zur Präsentation. Wenn wir die Planung abgeschlossen haben, also das jetzt nochmal so ein Beispiel, wie gesagt, solche Dinge sollte man in einem Word-Dokument festhalten, also wirklich auch niederschreiben und nochmal durchdenken, macht das so Sinn. Und dann habe ich natürlich einen Ablauf. Also was für ein Ablauf macht Sinn für ein Online-Webinar, für einen Online-Workshop? Und da hat sich einfach dieser Ablauf bewährt. Der ist jetzt nicht großartig anders als offline. Aber es ist natürlich wichtig, Leute willkommen zu heißen. Ja, also hallo, Sie, Lorenz, willkommen, du bist da. Also auch wenn die ersten Leute reinkommen in den Workshop, schon quasi eine Atmosphäre des Willkommenseins erzeugen. Das zweite ist das Framing. Das Framing ist wichtig, zu sagen, was ist das größere Ziel, was hat man sich heute vorgenommen, mit was werden die Teilnehmerinnen aus dem Workshop rausgehen. Also wirklich auch diese größere Narrative oder die größere Zielsetzung der Stunde, des Nachmittags und so weiter einfach den Teilnehmerinnen mitgeben. Check-in ist immer sehr wichtig. Ja? Also die Leute sollten ja möglichst proaktiv teilnehmen, und damit das funktioniert, muss ich die Leute aktiv reinholen und eben immer auch sozusagen ihnen einen Punkt geben, wo sie ankommen können, wo sie sagen können, wie es ihnen geht, über eine Frage. Wenn ich in einer kleineren Gruppe bin, kann ich das natürlich viel interaktiver machen. Ich kann eine Frage stellen, wie zum Beispiel, was ist das Positive an dem momentanen Lockdown? Und lassen die Leute teilen. In einer größeren Gruppe muss man natürlich dann mit anderen Methoden arbeiten, um das zu machen. Der vierte Punkt ist der Kern des Workshops, also was ihr euch vorgenommen habt. Ja, also heute ist der Kern des Workshops zum Beispiel die Übung, wo ich euch eben das ganz konkret durchdenken lasse, wie man jetzt einen Online-Workshop aufsetzt. Also wirklich der Kern des Workshops ist das, wo sie ja entweder Wissen oder Ressourcen oder andere Dinge an die Teilnehmerinnen weitergeben wollt, damit diese dann damit etwas machen können. Und der Abschluss ist immer wichtig, das Harvesting, also das Sammeln. Was ist das Ergebnis des Workshops? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Schülerinnen arbeite, dass ich auch irgendwie absammle, was haben die heute mitgenommen? Also was ist tatsächlich dann für eine Veränderung auch bei den Schülerinnen entstanden durch diesen Workshop, durch dieses Webinar? Und dann auch ein Checkout, mit dem ich dann mich aus dem Workshop wieder verabschieden kann und sozusagen das auch alles rund zu einem Ende bringen kann. Was ist jetzt wieder so ein Beispiel? Also das ist eben wichtig, dass man das gut durchtaktet, also was passiert wann. Einfach, dass man hier einen genauen Ablauf habt, an dem ihr euch auch halten könnt. Also ich habe zum Beispiel jetzt das Excel parallel offen und sehe immer genau, wie liege ich in der Zeit, wo bin ich. Ich habe jetzt eine Stunde insgesamt Zeit und sehe halt, wie viel Möglichkeiten oder wie viel Spielraum ich jetzt auch zeitlich noch habe. Also einfach das ist sehr wichtig, gut vorzubereiten, dass man eben dann nicht irgendwie den Rahmen sprengt und irgendwie sich zu viel vornimmt. So, bevor wir jetzt dann zu einer Übung gehen, mache ich jetzt nochmal den Raum auf für Fragen, Kommentare. Genau, ich sehe, Die ich kann Lotte hat mich. eine Frage Ah im ja. Chat gestellt. Bis zu welcher Gruppengröße machen interaktive Elemente mit offenen Fragen Sinn? Grundsätzlich, jetzt stelle ich eine offene Frage und Leute können sich melden. Ja, also das ist grundsätzlich immer möglich. Was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist, wenn ich große Gruppen habe, ich schicke sie zum Beispiel in Zweier-, Dreier-, Vierer-Breakouts, lasse sie dort quasi in Kleingruppen diskutieren. Da weiß ich dann halt als Moderator oft nicht, was passiert. Wenn ich jetzt drei, vier so Breakouts habe, passieren da Dinge drinnen, ja, die dann die restlichen Teilnehmer nicht mitbekommen. Was ich dann aber immer gern tue, ist, ich schicke die Leute weg, hole sie zurück und mache nochmal den Raum auf für Reflexionen in der Gesamtgruppe. Das heißt, wenn immer du Leute wegschickst, kommen sie irgendwann wieder zurück und du musst dann quasi die Gesamtgruppe wieder auf ein Level holen, ja. Das heißt, das kannst du eigentlich mit jeder Gruppengröße machen. Irgendwann ist dann Schluss, also ab 50 wird es schwierig. Also ab 50 ist in der Regel so, dass du eigentlich nur mehr über Chat interagierst, ja, weil du sonst einfach zu viel Zeit. Also das ist dann, aber es ist auch möglich, digital frontal zu sein. Aber wie gesagt, in kleineren Gruppen macht das nicht Sinn. In kleineren Gruppen sollte man eher interagieren und versuchen, da zusammenzuarbeiten.
Genau. Ein kurzes Tool würde ich da ganz gern erwähnen, Michael, weil ich das so schön finde, gerade bei großen Gruppen, da wird's nämlich, das wird umso schöner, je größer es ist. Ich glaube, Mentimeter bietet das auch an, die Word Clouds. Genau. Das ist super. Können wir vielleicht können wir es nachher noch kurz herzeigen, wenn es sich jetzt ausgeht, wenn nicht, dann beim nächsten Termin. Da kann man einfach offene Fragen stellen und die werden dann mit einzelnen Wörtern beantwortet. Und dann erscheinen diese Wörter im Bildschirm und Wörter, die öfter genannt werden, werden einfach immer größer. Also je nachdem, was man da für Fragen stellt. Und das ist einfach umso schöner, je mehr Leute antworten. Also das ist dann für riesige Gruppen total schön, finde ich. Mhm. Absolut, genau. Und was jetzt auch noch super ist, da war eine Frage dazwischen. Wenn eine Teilnehmerin unerwartet eine Präsentation vorstellt und so die Zeit sprengt, ohne unhöflich zu sein. Das Wichtige ist ja, dass ich das vorab eigentlich abfedere und man hat ja generell Briefinggespräche mit den Personen und dass sie klar kommunizieren, wie viel Zeit man hat, ja. Und es ist einfach freundlich darauf hinzuweisen, wir haben heute nicht viel Zeit, bitte jetzt die Präsentation zum Ende führen. Das hat natürlich auch immer viel mit Charme zu tun, ja. Also ich versuche das dann immer in Humor zu verpacken. Aber es ist natürlich schwierig, wenn jetzt die Zeit gesprengt wird, weil die Leute sind halt gewohnt, weil online oder offline kann ich ewig lange Präsentationen oft machen, die sehr unterhaltsam sind. Online bin ich sehr schnell gefrustet, ja, und kann nicht mehr zuhören. Aber das muss man dann schon quasi dann elegant überleiten. Der Jonas hat noch gesagt, gute Erfahrungen, 2 bis 3 Minuten stille Selbstreflexion. Genau, das ist auch gut. Den Leuten sagen, okay, ihr könnt 2 Minuten in euer Notizbuch schreiben, was habt ihr jetzt so mitgenommen. Es müsst nicht vor der Gruppe teilen, aber ihr könnt es einfach für euch das sozusagen festhalten. Ja? Was darf ich da kurz noch einen Satz dazu sagen, was sehr spannend ist, die tatsächlich einer der Vorteile im Bezug online im Vergleich zu offline, die Qualität der Antworten steigt, wenn sie sich online in Selbstreflexionen Gedanken machen. Das ist sehr interessant, weil im Seminarraum kommt dann auch was Cooles, aber ein bisschen weniger cool. Zwar mehr Wirkung als im Seminarraum. Das ist ein gutes Beispiel. Also wie gesagt, manche Dinge funktionieren online tatsächlich besser. Gibt es noch andere Fragen oder Kommentare, auch eure Erfahrungen? Die Monika hat noch ein Tool vorgeschlagen, nämlich Anzugarden, und der Ralf hat Padlet vorgestellt, auch vorgeschlagen. Das sind 2 Online-Tools. Sonst noch Gedanken, bevor wir in die Gruppenarbeit gehen? Ich würde noch einen Gedanken reinschmeißen, wenn ich darf. Ja. Ich habe jetzt in letzter Zeit viel experimentiert, wie man auch online partizipative Workshops gestalten kann. Und wer Zeit hat vorab, ich mache sehr gute Erfahrungen, vorab Umfragen wirklich ein bisschen konkreter zu erstellen mit Statistiken, die ich einspiele, das heißt ununterbrochen werden quasi die Ergebnisse aus den Teams mit reingebracht und wirklich auch in einer ziemlich, ziemlich guten Tiefe, eine Mischung aus offen und geschlossenen Fragen, sodass dann einfach schöne Statistiken rauskommen, wo man dann die Leute wieder anlassgebunden in Breakout-Sessions schicken kann. Und im Grunde, mein Ziel ist immer, einen Maßanzug zu schneidern für die Leute, die da sind. Und das geht wirklich vorab mit ein bisschen Umfragetool. Ist aber von der Aufwertung, kleines Thema da, sehr gut aufpassen kann von der Auswertung, absolut allen Rahmen sprengen. Das ist so eine Gratwanderung, ja. Umfragetool, weil ich gerade den Chat auch offen habe. Ich arbeite derzeit über Google Forms, weil es gratis ist und weil es sehr gute, tatsächlich eine schöne Statistik hat. Das heißt, ich sage so, wie sehr betrifft mich dieses Thema? Gar nicht, eher ja, Vollgas. Und dann klicken die Leute an und dann kriegst du so ein schönes Tortendiagramm und das kannst Screenshot und rein in die PowerPoint-Präsentation. Genau. Walter, bist du dann schon bereit für die Breakouts? Jonas, wir werden dich für den nächsten Termin buchen. Es wird einen Termin geben, wo wir speziell auf Tools eingehen, wo wir einfach unterschiedliche, zum Beispiel auch Umfragetools, uns anschauen. Da werden wir dich bitte wieder einladen. Da wäre cool, wenn du uns das dann auch zeigen könntest. Rührt euch gern, wenn es was braucht, rührt euch. Ja, machen wir, danke. Jetzt noch eine Frage
Weil, ja. Also ich finde es immer sehr komisch, wenn man in Breakouts geht und dann kommen alle zurück und dann ist dieses Reflektieren. Also ich verstehe, dass es Sinn macht, das nochmal zu teilen. Ich finde, es ist aber dann immer so ein kurzer Moment weird. Oder, also es ist kurz so, ich will eigentlich nichts teilen. Ich will eigentlich auch nichts teilen. Okay, ich sage jetzt. Also das finde ich immer so ein bisschen komisch, aber das braucht immer so ein bisschen Zeit. Und dann frage ich mich manchmal, ob man diese Zeit quasi trotzdem gibt. Und oft kommt da ja was Qualitatives, aber ja. Ich finde es immer kurz befremdlich, so, sowohl als Moderator als auch als Teil. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber es geht ja darum, du arbeitest sozusagen mit einer großen Gruppe und dann passieren Dinge, von denen andere nichts mitbekommen. Und du musst irgendwie alle dann wieder auf denselben Wissensstand bringen. Dass es jetzt manchmal komisch anfühlt, das stimmt. Ja. Gut, Walter, die Breakout-Gruppen sind bereit, oder? Gut. Breakout-Sessions sind alle bereit, genau. Wunderbar. Ich zeige euch jetzt, also ihr dürft jetzt zu zweit quasi einen Online-Workshop euch durchdenken. Und dafür möchte ich von euch nur, dass ihr ein Hauptziel definiert, ein Unterziel definiert und eine Wirkung definiert. Also nochmal zur Erinnerung, Hauptziel, groß, visionär, eher nicht messbar, Unterziel, messbar, also sehr konkret, was sozusagen erreicht werden soll mit dem Workshop. Und Ergebnisse, Wirkungen, da geht es stärker darum, wie verändert sich das Wissen, das Handeln oder die Lebenssituation der jeweiligen Teilnehmerinnen eures Workshops. Ich poste das jetzt auch nochmal in den Chat, diese drei Dinge, die ihr in der Zweiergruppe bearbeitet. Und bevor wir euch jetzt wegschicken, gibt es dazu jetzt noch Verständnisfragen. Wie lange sind wir in den Breakout-Sessions? Ihr habt 10 Minuten Zeit und dann teilen wir wieder in der Gesamtgruppe. Darf ich ganz frech fragen, ist es möglich, dass ich mit der Ingrid Teufel arbeite? Ich habe mit ihrem Workshop am Montag und das können wir gleich als Steilvorlage nutzen. Ja. Warte, musst du sagen, ob das noch... Überhaupt keine Frage. Ja, ich teile euch ein. Wer war das? Das heißt Jonas mit Ingrid. Mit den vielen WWWs. Ah, ja, okay. Entschuldigung, ja, ich muss in der... Die Extrawürstel, na klar. Die Ingrid von IFT, jedeskind.org. Ja, genau. Okay. Dankeschön. Passt. Michi, jedes Thema? Wie jedes Thema, ja. Also zu jedem Thema kann der Workshop sein? Ganz wurscht, ja. Wichtig ist nur, dass ihr euch wirklich zu zweit auf klare Ziele einigt, ja. Sonst noch Fragen? Okay. Walter, sind wir ready to rumble? Wir sind bereit. 10 Minuten Zeit, also bis 17.46 Uhr, dann holen wir euch wieder zurück. Und dann wollen wir natürlich, Rosa, wissen, was ihr besprochen habt. Ja? Passt. Alle gut festhalten, ihr werdet jetzt gleich in die Breakout-Räume geschubst. Noch, Walter, eine Sache, die Bettina kann anscheinend nicht ins Breakout, hat sie gerade geschrieben. Die müssen wir vielleicht woanders dazugeben. Okay. So, Eva und Monika sind noch da. Moment, ich schau mal, wo ihr seid. Ah ja, die Monika, okay, passt. Jetzt sind alle, warte, ich schaue da durch. Ja, es sind alle in einem Raum. Venus-Dokument, wer kann nicht in einen... Die Bettina hat gesagt, sie ist immer privat, also eine Direktnachricht geschrieben, kann leider nicht an der Kleingruppe teilnehmen. Also dann... Okay, warte, Sekunde. Es ist kein einziger übrig jetzt, oder? Es ist niemand hier und ich schaue jetzt gerade die Räume durch, ob ich irgendwas sehe, dass niemand alleine ist. Mhm. Dass ihr auch alle irgendwo untergekommen sind. Aber ich glaube, es sind überall zwei. Ah, der Robert ist alleine, warte. Entweder, dann schieben wir den Robert nach wo dazu. Geht eh, wenn es zu dritt gearbeitet wird, geht eh auch, oder? Ja, es geht auch, ja. Also, jetzt schaue ich nochmal schnell. Sonst, kannst du kurz, weil ich kann komischerweise nicht in die Breakouts rein, dass du kurz reinspringst und ihnen sagst, dass sie zu dritt machen müssen? Ja, klar, in den einen Raum. Mhm. Ja. Passt, mache ich.
Entschuldigung, nur kurz die Aufzeichnung. Das hier wird jetzt aufgezeichnet, oder? Ja, okay. Ja. Dann startet auch die Aufzeichnung wieder. Ja, die Rose ist immer die Erste. dieses im Satz, da macht man lieber Gleichschluss, oder wenn der Countdown kommt. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Es gibt nichts Schlimmeres als. Ja. Walter, schickt ihr die Präsentation dann wieder aus? Ich habe dir vorgeschrieben, aber ich glaube, der Chat. Ja, ihr kriegt die Präsentation und ihr kriegt es auch. Habt ihr das Mail heute bekommen im Zoom? Ja, ich habe 2 Mails sogar bekommen, glaube ich. Eine von Eventbrite und eine von mir, oder? Ja, genau. Okay. Genau. Dann. Wir sind schon wieder da. Ja. Wir kommen zurück, mitten im Satz unterbrochen wahrscheinlich. Genau. Ja, genau. aber genau so ist es, ja. Also deswegen, das lässt sich manchmal nicht vermeiden. Aber jetzt interessiert uns natürlich, die Rosa muss nicht teilen, aber vielleicht gibt es andere, die teilen, was sie denn erarbeitet haben in den Breakouts. Was? Also wir würden nur gerne wissen, was in den Breakouts erarbeitet worden ist von euch. Ich kann anfangen. Ja. Yes. Also ich habe mit der Elisabeth zusammengearbeitet und es ging um die Zielgruppe Jugendliche auf Arbeitssuche. Und der Workshop soll als Hauptziel haben eine Perspektivenentwicklung und auch in weiterer Folge eine Reintegration in den Arbeitsmarkt der Jugendlichen. Als Unterziel haben wir definiert, ein definiertes Wunschbild, Wunschberufsbild und dass die Jugendlichen die eigenen Stärken und Schwächen kennen und auch Reflexion von vergangenen Arbeitsaufgaben, wenn es schon im Vorfeld Kontakt und Workshops mit den Jugendlichen gab. Und als Ergebnis soll sein, dass die Jugendlichen in der Folge konkrete Bewerbungen auch schreiben, sich selber besser einschätzen können, vor allem also in Bezug auf Jobausschreibungen, was passt zu ihnen und was nicht. Und auch, dass sie eine höhere Motivation haben, weil sie dann eben ein konkretes Ziel vor Augen haben, Berufsziel. Um das zu erreichen, was glaubt ihr, ist da wichtig, wenn sie mit speziell dieser Gruppe arbeitet, wenn es online stattfindet jetzt? Also sie viel einzubinden. Ich kann aus Erfahrung sprechen, oder? Ja. Genau, aber auch wirklich vorher die Einzelarbeit. Also ich habe das vorher mit der Julia schon besprochen, wenn alle zuerst in ein Webinar kommen und sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, ist das schon riesentrocken Arbeit. Aber da deswegen auch diese Arbeitsaufgaben, die vorher einfach schon einzeln getätigt worden sind, schon Reflexionen vorher, dann kann man das auch ganz gut in der Gruppe nochmal besprechen. Und das war auch der Sinn der Sache, einfach sich da nochmal auszutauschen, das mit den anderen zu besprechen, in die Richtung. Genau, also es ist immer wichtig, auch was ich am Anfang gesagt habe, die Menschen, die da reinkommen, was brauchen die, um gut teilzunehmen? Ja? Muss ich ihnen vorab Informationen schicken? Oder so wie der Jonas gesagt hat, vielleicht eine Umfrage vorher machen. Also einfach so viel Informationen wie möglich sammeln, damit es dann auch im Workshop selber gut funktionieren kann. Danke euch. Will sonst noch jemand präsentieren? Olivia. Ich wollte was teilen, was ich interessant fand. Ich habe mit der Lotte am Seed Kickoff, das in ein paar Tagen ist, gearbeitet, im Online-Kickoff. Und was ich voll spannend fand, ist, wenn man einfach das Überziel Community zerlegt. Also wie sich das vom Überziel auf die Unterziele und dann auf die ganz konkrete Wirkung verändert. Wie man eigentlich gezwungen ist, nachzudenken, wie dieser große, schwammige Begriff Community auf ganz kleine Sachen runterbricht, wie dass man jetzt den Teilnehmern 5 Minuten dazwischen gibt, mit wie vielen Projekten sollen sie sich unterhalten, wie viele Leute sollen sie kennenlernen, wie viel Zeit gibt man ihnen. Also dieses von groß auf klein fand ich super hilfreich, weil manchmal vergesse ich die Wirkungsebene und ich weiß genau, was meine Ziele sind. Aber wenn man die Wirkungsebene ganz konkret hat, dann kann man immer wieder nachchecken, passt das jetzt, was ich mir vorgenommen habe, zu den konkreten Wirkungen, die ich haben möchte. Also voll hilfreich, danke. Danke dir.
sonst noch jemanden, der vorstellen möchte? Also ja, wir können auch noch was sagen. Ich habe mit der Kathi zusammengearbeitet und wir hatten auch ein konkretes Beispiel von einem Brainstorming-Workshop, den wir am Donnerstag haben, von einem Erasmus-Plus-Projekt, also verschiedene Partner aus verschiedenen Ländern zusammenzubringen. Und als Hauptziel hatten wir quasi definiert, dass dann alle Projektpartner quasi wissen sollen, wie das Projekt, was sie zu dem Projekt beitragen können und aber auch inwieweit das Projekt in ihrer Arbeit zu Hause passt, also so in zwei Richtungen. Und als Unterziele hatten wir uns überlegt, dass sie konkret wir feststellen wollten, was jeder der einzelnen Partner für die Entwicklung spezifischer Intellectual Outputs beiträgt. Also die müssen am Ende stehen und was kann jeder Partner da mit reinbringen. Und als Ergebnis, also wir sind eher von der Ergebnisseite und weniger von der Wirkungsseite ausgegangen, hätten wir dann gedacht, dass wir all diese Informationen dann auf einer Art Mural Board sammeln können, damit wir dann konkret feststellen können, ah ja, jeder, der Partner hat das und das und das vorgesehen und das ist unsere Timeline, wie wir das am Ende erreichen wollen. Mhm. Auch ein sehr gutes Beispiel und auch, was du erwähnt hast, also man kann ja sehr viel mit so Boards auch arbeiten und das Gute ist, man kann sehr viel festhalten, ja, was sozusagen in den Workshops produziert wird und eben auf so einem Mural Board kann man dann dieses Harvesting sehr gut betreiben, dass die, was die Leute arbeiten, dann eben festhalten, nochmal zeigen, was ist da jetzt rausgekommen. Und das ist ein sehr schönes Ergebnis. Das ist besser als offline, weil offline verliert man schnell mal die ganzen Flipcharts und Post-its. Online wird es wahrscheinlich für immer bestehen bleiben. Ja, also das, aber es ist auch positiv, dass man eigentlich nichts verloren geht, was man in dem Workshop ausarbeitet. Man muss es nur besser ordnen und aufbereiten. Ich glaube, die Kathi wollte das sagen, oder? Ich wollte nur sagen, ich finde das Tolle an dem Mural Board ist, dass man es immer wieder und wieder verwenden kann und deswegen praktisch immer gleich so eine Art, könnt ihr euch erinnern, das letzte Mal haben wir das gemacht und dann schaut man sich nochmal dieses große Board an und dann geht man weiter und so hat man immer ein Protokoll und sieht es einfach immer und weiß, was man sich das letzte Mal ausgemacht hat, kann diese Action Points haben und das ist sehr praktisch, finde ich, auch so für Projektcontrollings. Wenn man das... Wir haben noch Zeit, dass noch eine weitere Person teilt. Wer mag noch? Sondern bevor gar niemand mag, dann tue ich. Die Monika und die Erika, wir haben uns über drei Bundesländer hinweg überlegt, was tun wir, wenn wir einen Bewerber-Workshop hätten von einer Firma, die so 10 zukünftige Lehrlinge versucht, über ihre Firma zu informieren und haben uns das Hauptziel gesetzt. Also das Hauptziel wäre festzustellen, passt man zueinander? Einerseits passt das Unternehmen zu den Bewerbern, andererseits passen die Bewerber zum Unternehmen. Unsere konkreten Ergebnisse waren, wir hätten uns überlegt, dass wir 3 bis 5 Fragen vorbereiten, die wir nachher beantworten lassen von den Bewerbern, um festzustellen, haben sie denn alles verstanden oder wer hat was verstanden. Und als Ergebnis und Wirkung wäre natürlich ganz klar, haben wir dann Bewerbungen, ja oder nein? Und wie viele haben wir? Also wenn wir jetzt 10 Leute im Workshop hatten, haben wir dann nachher, wenn wir sagen, alle 10 wären für uns interessant, haben wir 8 Bewerbungen mindestens. Oder haben wir die nicht, weil dann haben wir was falsch gemacht. Also irgendwie sind Lehrlinge da öfter vorgekommen, offensichtlich. Ja. Oder Jugendliche. So. Arbeitssuchende. Monika, habe ich irgendwas vergessen? Nein, aber Arbeitssuchende sind auch gut. Ja, nehmen wir auch. Ja. Na, super Beispiel. Auf Lehrlinge geprägt. Super Beispiel, einfach nachher fragen, ja, so wie ich es jetzt gleich tue. Ich schicke euch nochmal so einen Menti-Link und schauen wir uns an, ob sich was verbessert hat. Also das kann man auch sehr, sehr schnell und simpel machen, um quasi auch wirklich zu schauen, hat da jetzt was resoniert mit den Teilnehmerinnen. Danke fürs Teilen, Robert. Bevor wir jetzt abschließen mit Menti, noch eine Frage von Rosa. Wie stehst du zu Zoom-Raum offen lassen für anschließende Vernetzung für Leute, die sich vorher nicht kannten? Muss sowas moderiert werden? Habe ich ehrlich gesagt selber noch nie gemacht. Finde ich eine spannende Idee. Kann man natürlich machen. Ich selber würde mich nicht ganz wohl fühlen, das ganz unmoderiert offen zu lassen. Ja. Ich würde es eher genau mit dem Ziel sagen, wir haben jetzt 1 Stunde Webinar und danach 1 Stunde zum Vernetzen. Und da würde ich aber schon noch dabei bleiben, einfach um zu schauen, dass das, weil es online
doch Dinge passiert sind schon in der Vergangenheit, also diese Zoom-Bombings und so geben. Du musst im Online-Raum einfach vorsichtig sein, was da passiert. Und dass auch das ein sicherer Platz zum Teilen bleibt. Ja. Deswegen würde ich es nicht ganz aus der Hand geben. Aber das ist jetzt nur eine persönliche Art, das zu tun. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal an, ob das jetzt alles was gebracht hat. Und ich poste wieder einen Link, teile wieder meinen Bildschirm. Und bin gespannt auf eure Antworten. Habt ihr den Link bekommen? Ja. Ja? Okay, das schaut schon mal besser aus. Die Mami hat zu mir nahe und ich umziehen, das Level ist falsch. Mama, ich bin natürlich schon aus. Seit wann? Nein. Monika, wir hören dich. Spannend, wir sind bei 3,6. Jetzt schauen wir mal kurz, was es vorher war. Da haben wir von 3 auf 3,6. Also wir haben eine Verbesserung erreicht. Das freut mich natürlich. Okay. Gut. Natürlich danke euch, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ich habe es etwas spannender für euch gestalten können, was ihr online so macht. Es wird auf jeden Fall einen weiteren Workshop geben, wo wir mehr über diese Werkzeuge sprechen, die es eben gibt. Mural, Miro, Zoom und so weiter, wie sie nicht alle heißen. Und abschließend möchte ich noch eine Funktion von Zoom zeigen. Die Rosa wird es auch schon wieder kennen. Ich hätte jetzt gerne einen Musikwunsch von euch. Und wer am schnellsten ist, bekommt die Musik vorgespielt. Und Dschungelbuch, probier's mal mit Gemütlichkeit, oder? Dschungelbuch, probier's mal mit Gemütlichkeit. Oder wie das heißt, ich weiß ja nicht, wie das heißt. Ich hab schon. Genau, also. Im Chat sind da auch, im Chat gibt es auch Vorschläge. Die waren vielleicht sogar schnell. Aber ich probiere es mit Gemütlichkeit, finde ich gut, das habe ich jetzt schon rausgesucht. Also danke euch nochmal fürs Teilnehmen. Weihnachtsbäcker. Genau, als Abschluss werdet ihr probier's mit Gemütlichkeit gespielt bekommen. Aber von euch hätte ich auch noch gerne, dass ihr ein Wort, das ihr heute mitnehmt aus dem Webinar, bitte in den Chat tippt. Natürlich für uns, dass wir sehen, aber natürlich auch für euch selber, was ihr mitnehmt. Also ein Wort, das ihr mitnehmt aus dem heutigen Webinar. Und jetzt darf ich euch zeigen, wie man probier's mit Gemütlichkeit wie man das macht, und sage immer auf Bildschirm freigeben und auf dann anklicken, den Computerton freigeben und dann auf teilen und dann solltet ihr jetzt. Wunderbar, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao, danke. Danke, tschüss. Tschüss. Tschüss, danke. So. Passt.